Ich habe einen Traum, denn ich habe einen Traum, den ich noch weit entfernt sehe. Den Traum von 99%. Denn diese 99% sind wir noch nicht. Wie es Alltag in der Welt ist und bisher immer war, stehen wir heute mal wieder als eine Minderheit hier und weisen auf bestimmte Missstände in unserer Gesellschaft hin. Wir sind nur ein kleiner, aktiver Teil von 99%. Und gegen was demonstrieren wir als diese Minderheit? Banken, Finanzkrisen, fehlende Regulierungen durch die Politik? Zugegeben, die Finanzkrise, die gerade durch alle Nationen fegt und vor allem zu Lasten der unbeteiligten Bevölkerung fällt, hat die Occupy-Bewegung losgelöst. Aber ich persönlich bin den Finanzmärkten und in Anführungszeichen unseren Politikern dankbar. Denn sie haben anders bzw. deutlicher als so viele Krisen und Skandale zuvor so öffentlich, verzeiht meine Wortwahl, diese Scheiße abgezogen und damit uns gezeigt, dass wir eine Klassengesellschaft haben, an dessen Spitze nicht die Mehrheit der Menschen steht. Diese Finanzkrise ist nicht der einzige Missstand, den wir haben. Wir haben es jüngst erlebt. Rassismus bzw. Fremdenfeindlichkeit in unserer modernen Gesellschaft, korrupte Politiker, ein marodes Bildungssystem, Lobbyismus in den Medien oder all das, was diese anscheinend schon gesetzlosen Industrien mit unserer Ernährung und unserer Umwelt machen. All das zeigt mir persönlich nur, dass sich bei Politik, Industrien und Wirtschaft eine Art Adeltum entwickelt hat, welches meint, alles tun zu können, was es will. Und viel schlimmer, die Mehrheit der Bevölkerung lässt diese Menschen eine Krise nach der anderen machen. Einstein sagte mal, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Ich habe einen Traum, den Traum von 99%, dass ihr und ich nicht mehr die einzigen sind, die sich egal bei welchem Wetter gegen ein ungerechtes, veraltetes Brot- und Spielesystem erheben. Wir müssen, um neuen Krisen vorzubeugen, eine kritische Masse werden mit all denen, die gerade zu Hause sitzen. Und als diese Critical Mass erst, können wir die um uns herum entstandene Klassengesellschaft wieder gerade bügeln. Parallelen zur Französischen Revolution sind da. Freiheit, Gleichheit und Solidarität, nämlich Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, all das haben wir verloren, abgegeben und wurde uns genommen. Die Finanzkrise hat uns alle hergebracht, doch wir müssen uns fragen, sind wir auf der Suche nach einer Lösung oder sind wir auf der Suche nach einem Schuldigen? Heißt diese Krise Kapitalismus, Bankenmacht oder heißt sie nicht vielmehr Mensch? Fragen, die sich jeder selbst stellen muss. Die Aufgabe dieser Bewegung, das ist meine persönliche individuelle Meinung, sehe ich nicht in Bankenkritik oder sich in der Suche nach einem Schuldigen zu verstricken, sondern in der Informierung der restlichen Bevölkerung und der gemeinsamen Erarbeitung einer echten Demokratie und der gemeinsame Aufbruch in ein bewusstes Leben, in eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten. In eine Zukunft, in der auch unsere Kinder friedlich, frei und gesund leben können. Schlussendlich möchte ich eigentlich nur sagen, dass wir alle, auch wenn wir heute wenige sind, alle Leute mobilisieren müssen. Wir müssen friedlich die Leute auf die Straße bringen. Wir können uns das nicht mehr gefallen lassen. Wie gesagt, ich habe einen Traum. Mit all denen, die jetzt noch zu Hause sitzen vor ihrem Fernseher, die jetzt noch in ihren warmen Wohnungen sitzen, zu marschieren und gemeinsam in einer demokratischen Verfahrensweise eine Lösung zu erarbeiten für die aktuelle Krise und präventiv auf alle Krisen mit einer kritischen Masse vorzubeugen. Ich beende...
beende diese, meinen ersten Teil der Rede mit, auch mit einem Zitat. Der Traum ist aus, der Traum ist aus. Doch ich werde alles geben, damit er Wirklichkeit wird. Dankeschön. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Traurigkeit ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher: dieses Land ist es nicht. 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 Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit. Doch nicht mehr lange, mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren, außer unserer Angst. Es ist unsere Zukunft, unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Dass er Wirklichkeit wird. Wirklichkeit wird.